Bingo gewinnt Riedelpokal. In einer fantastischen Aufholjagd hat Bingo alle Konkurrenten hinter sich gelassen und neben dem Wettbewerb Riedelpokal ein ansehnliches Preisgeld gewonnen. Es war, als wären wir ein und dasselbe Wesen. Ein eigenartiges Wesen mit 4 Hufen, 2 Händen und 2 Füßen, sagte Franklin nach dem Turnier. Ah ja. Ach, und Hotspot in Bridgeport. Ist wahrscheinlich eine andere Nachbarschaft. Heute Abend darfst du die Attraktion des Stadtzentrums Alles für die Party im Minilagerhaus nicht verpassen. Dort werden sich die coolsten und hipsten Leute tummeln. Oha. Das waren also die angesagtesten Nachrichten und der steckt die Zeitung einfach ein. Ermäßigte Kurse suchen. Wettervorhersage lesen. Ja. Mal schauen, was für ein Wetter ist. Momentan haben wir sonnig, 25 Grad. Ja, sonnig, 28 Grad höchstens. Morgen und am Freitag soll es auch sonnig sein. Samstag ein mittlerer Regen, aber sonst wie immer sehr, sehr heiß. Besonders an dem Regentag 37 Grad. Wow. Ach Mensch, so heiß. Du vor dem Monitor bist auch übrigens heiß. Ach, das sieht er. Ja. Brauchst du keine Komplimente mir machen? Und jetzt geht er mit dem Nachtmantel hier raus, um Spirit zu streicheln. Komm, du, außerdem pinkelt der gerade, wie ich sehe. Du versuchst einmal das hier zu reparieren. Und jetzt. Alter, was soll denn das? Checker. Du alter Checker. Du boost uns aus. Verschwinde. Verscheuchen würde ich am liebsten, aber er geht ja sowieso. Na also. Und schon die nächste. Ach so, das war die Zeitung von gestern. Naja. Tag. 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 Jo, sieh dir doch mal diese Schweine an, Alter. Was hat denn Chris hier gemacht, Alter? Hat der vor dem Waschbecken gewichst oder was? Gibt's doch gar nicht. Boah, Alter. Wie hat er das mal wieder geschafft? So, ein bisschen vorspulen. So, Highspeed, Highspeed, Highspeed. Adieu, Papier. Wir leben in einer digitalisierten Welt, in der jeder einzelne Baum geschätzt wird. Und papierlos ist nicht nur eine löbliche Lebenseinstellung, sondern auch das Buch, das du für deinen Chef lesen sollst. Eine Steigerung der Jobleistung und eine bessere Beziehung zu deinem Chef sind garantiert, also schnapp dir das Buch. Ziel, lies das Buch papierlos, um deine Jobleistung zu steigern und die Beziehung zu deinem Chef zu verbessern. Klar, mach mal. Highspeed, 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 Highspeed. Und er ist fertig. So ziemlich alle Haushaltsgeräte sind heutzutage mit dem neuesten Schnickschnack ausgestattet, sodass es sich gar nicht mehr vermeiden lässt, dass mal etwas zu Bruch geht und nicht mehr funktioniert. Mit einem Hammer und sonstigem Werkzeug bewaffnet, wird Philipp hoffentlich bald in der Lage sein, jegliches mechanisches oder elektrisches Problem schnellstens zu lösen. Cool. Philipp hat die Grundlagen des Gebiets Geschicklichkeit begriffen, ist ja nice. Geil. Dann hat er einfach mal so ein Waschbecken repariert und kann auch gleich mal säubern. Siehste, und dann sagt jeder, Philipp kann nichts. Er will einen Wasserdruck fühlen. Ach, ist das Wasserdruck etwa schon leer? Nee, ist ja noch voll. Rumbasteln. Pferd an Pfosten festmachen. Ach, das können wir auch. Aber wir wollen ja Spirit, ne, fröhlich herumgaloppieren lassen. Wie er automatisch immer gleich zum Pferd geht, finde ich cool. Müssen wir ja eigentlich fast nichts mehr machen. Spirit Crisch Bürsten. Können wir auch gerne mal, was hat denn hier? Buch über Reiten lesen. Ausreiten. Hä? Das müsste ja schon längst erfüllt sein. Eine Wasserbombenschlacht, komm. Mach mal lieber das hier. Mit jemandem Freundschaft schließen. Wasserdruck füllen geht ja nicht. So, mein Lieber, komm mal her. Mein Früchtchen.
Nisham Wexter. Ja, bist ja ein braver, ne? Ja, ein braver Spirit bist du, ja. Was kann ich noch mit dir machen? Ein bisschen bürsten, ne? Leafy Braven. Süß. Hat er ihn jetzt gebürstet? Na komm, mach ich mal dir mal. Mach ich dich einfach mal sauber, ne? Ein bisschen bürsten muss ja ganz gut aussehen. Was kann man hier noch machen? Hufe auskratzen können wir auch mal machen. Oh. Namen ändern. Ich möchte doch den Namen nicht ändern. Der Name bleibt so. Sattel bearbeiten, satteln. Verstärkende Maßnahmen, loben für gehorsam sein. Und loben für schnell sein. Zuneigung. Reden mit. Streicheln. Leckerchen geben und dann noch einmal umarmen. Ja, du bist meiner, ne? Du bist meiner. Ja. So ein braver du. Ja. Wurde zu einer Party eingeladen, was? Ach nee. Chris hat eine Einladung auf die Party von Benjamin Schmidt erhalten. Wer ist denn das? Du bist eingeladen. Komm zu meiner Party, Chris. Das wird absolut fantastisch. Gezeichnet Benjamin Schmidt. Benjamin Blümchen oder was? Zeit Mittwoch um 18.12 Uhr. Kleiderordnung ungezwungene Kleidung. Ort Sperling. Wett. Hört sich ja an wie Sperma. Sperlingsallee 19422, Alter. Ich weiß nicht, sollen wir zu einer Party gehen? Ach komm, können wir mal machen, ne? Ich komme schon. Oh, Spirit hat Philipp offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen. Er möchte mit Philipp Freundschaft fürs Leben schließen. Oh, das ist mal süß. Oh. Ja. Ach, schön. Das finde ich jetzt gerade voll toll. So, aber er muss jetzt einmal kurz mal pieseln gehen und dann würde ich sagen, duschen. Er muss sich ja generell noch umziehen, Alter. Es ist ja schon Mittag. Du kannst nicht den ganzen Tag hier mit einem Nachthemd hier rum spazieren. So, Spirit geht's auch gut. Ja, den geht's gut. Obwohl, ein bisschen ausreiten müssten wir. Rennenfähigkeit verbessern. Sehr gerne, Spirit. Um Karotten betteln können wir auch mal. Und an Philipp schmiegen. Oh. Süß. Ach ja, und dann könnten wir übrigens die saubere Wäsche auch holen. Haben wir da auch, aber auch? Na, die haben wir keine Wäsche. Und Chris hat heute wieder Geld verdient. Moment, Moment. Du gehst jetzt noch nicht gleich nach Hause. Gewinnen, wenn auch nur das eine Mal. Oh, Loser sind nur selten auf der Gewinnerseite. Oh. Ja, mal schauen, was passiert. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich möchte nämlich mit Chris ein bisschen einen Tag in der Stadt verbringen, weil wir haben ja die Stadt eigentlich noch nicht so richtig erkundet. Wir waren schon einmal in der Bibliothek. Was können wir denn heute machen? Ich meine, heute steigt dann die Party. Was ist denn das hier? Alles für die Party. Mini-Lagerhaus. Besuchen wir einfach das mal. So, yeah. Für heute den Arbeitstag erledigt und jetzt gehe ich mal schauen, was hier in der Party so abgeht. Yeah. Boah, Hilfe. So. Was hat zum ersten Mal ein Fohlen gesehen? Was wie? Huch, Hilfe. Ah. So, Alter, wie cool. Alter, seht euch das an. Wie nice sieht das denn hier bitte aus mit einer richtigen Bühne? Hier könnte ich sogar als Kevin TV antreten, ganz ehrlich. Ein Barmixer. Und der Eigentümer gleichzeitig, cool.
Hier können wir nichts machen. Barsch begrüßen. Saft bestellen. Nibiupta. Können wir hier keinen Alkohol bestellen oder so? Hä? Daku! Niarb! Was machst du denn da bitte? Alter, du bist gerade im Backstage. Geh da wieder raus. Du bist kein Star. Und was macht ein Hund hierin? Pantoffel. Klar, ein Hund heißt Pantoffel. Alles klar. So, wohin geht der jetzt? Schwimmen. Ach, wie nice. Hier kann man sogar schwimmen, Alter. Yeah. Jetzt erstmal eine schöne Runde schwimmen gehen. Yeah. Und dann in seiner geilen schwarzen... Alter. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie scheinen die Hunde uns immer verfolgen zu wollen. Hä? Oh, Sau. Wibnor. Nerg. Willst du mich jetzt verarschen? Du wolltest mir einen Saft geben. Achso, okay. Dankeschön. Schade, er ist nicht im Pool gefallen. Wäre lustig gewesen. Höhö, du Arschloch. Alles klar, und jetzt will er Trick üben. Ah, ein Billardtisch. Wie cool. Hä, was ist denn das hier? Ein Mixer? Oh nein. Was hast du nur vor, Chris? Mach mir keine Angst. Ich sag gar nichts dazu. Also ganz ehrlich, ich sag gar nichts dazu. Chris ist zwar hier und will Billard irgendwie spielen, habe ich so das Gefühl. Aber ja. Irgendwie macht er das mit einem Mixer, was ziemlich ungewöhnlich ist. Alter, lass doch mal den scheiß Mixer. Spiel doch einfach mal normal Billard. So, ich persönlich mag ja auch sehr Billard. Ich spiele auch gern Billard. Bin aber jetzt nun nicht mal ein Meister dabei. Der Ball müsste eigentlich hierher. Chris. Der spielt zum allerersten Mal Billard. Der hat das wahrscheinlich noch nie gesehen oder so, deswegen. Wow, nice. Wie viele Bälle waren das jetzt? Vier? What the fuck? Sehr gut für den ersten Schuss. Jawoll. Nice. So, wohin? Ja, jetzt den? Den grünen? Ja. Jips. Jips heißt also ja. Aha. Haben wir auch was dazu gelernt. Jip, ziemlich ja. Oh. Ah, das war zu locker. Naja, lass mal ihn einfach mal ein bisschen spielen. Wir switchen mal kurz zum Philipp rüber. Was macht denn der? Mit jemandem chatten, okay. Also, liebe Oma, ich vermisse dich schon sehr stark und hoffe, dich bald mal wieder zu sehen. Naja, Kevin hat irgendwie vor, mich an die Universität einzuschreiben. Ne, ich werde also mal ein ganz großer werden. Keine Ahnung, was ich noch studieren werde, aber naja, lass ich mich mal überraschen. Und auf jeden Fall werde ich die nächste Zeit nicht da sein. Ne, deswegen schreibe ich dir hier diesen Brief. Ja, alles Gute, Philipp. Ja, Philipp schreibt also gerade seiner Oma auch sehr gut. Mihahaha. Philipp hat erfahren, dass Quincy eine Beziehung mit Chucky hat. Wen interessiert denn das? Ach, und Spirit hat zum ersten Mal ein Wildpferd gesehen. Na schön. Komm, da kannst du ja mal wieder eine Reste von verdorbene Hotdogs. Der Unheil.
heilverkündende Vollmond beginnt seinen geheimnisvollen Aufstieg in den Nachthimmel. Ah ja, wow, was für eine Nachricht. Wir haben Vollmond, müssen wir wohl Angst haben, dass keine Werwölfe kommen. Aber ich habe die Werwölfe ja ausgeschaltet, oder? Ich gehe mal kurz unter die Optionen. Ich müsste sie ausgeschaltet haben. Werwölfe, Vampire, Feen und Hexen. Ich möchte hier keine übernatürlichen Wesen. Ich möchte schon ein normales, realistisches Leben führen hier. Und verdorbenes Essen übrigens ausräumen ist ja widerlich. Guck mal, da ist schon eine Stinkwolke hier. So, was wie? Was verdorbenes? Ach, mein Gott, Alter. Ist ja widerlich, so ein verdorbenes Essen. Gleich mal hier in den Mistkübel. Bring doch den bitte auch gleich raus, weil sonst stinkt hier das ganze Haus hier. Ach, die Party beginnt ja gleich, stimmt ja. Und der geht schon wieder schwimmen. Ja, komm nachher an Party teilnehmen. So. Philipp ist ja nicht eingeladen, aber ja. So, Philipp, was kannst du jetzt einmal machen? Genau, wir wollten ja etwas essen. Was zu Abend essen. Makaroni mit Käse. Das wird er wohl hoffentlich hinbekommen. Denn ich kann mich erinnern, dass das letzte Mal ist ein Feuer ausgebrochen. So, dieses Mal kriege ich es bestimmt hin. Ich enttäusche dich nicht, Kevin. Das will ich hoffen, Philipp. So, jetzt hier erst einmal, ne, den Käse mal hier klein schneiden. So, hack, 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 hack. Ein bisschen Musik ein, vielleicht. Ach, doch nicht diese Hip-Hop-Mucke hier. Einfach mal Pop. Okay, wir gehen zur Party. Darf ich vielleicht auch rein? Ach so, ja. Was? Was ist denn das? Hilfe!